mein Name ist Cathy Plateau. Geboren bin ich Panu Panu in der Demokratischen Republik Kongo in Kinshasa. Und ich bin mit 20 Jahren nach Deutschland gekommen, also 1984. In einem Jahr habe ich Deutsch gelernt und dann habe ich studiert, Betriebswirtschaftslehre, das heißt Business Administration. Und dann habe ich geheiratet und ich war zu Hause. Dann habe ich mit Freunden einen Verein gegründet und dieser Verein ist bis heute aktiv. Und ich bin selbst in verschiedenen Vereinen. Also der eine Verein ist national, das ist für die Leute aus der Demokratischen Republik Kongo. Ich bin in einem anderen Verein, das heißt Forum Africanum. Da sind wir alle aus verschiedenen Ländern Afrikas. Also der Kassierer ist aus Benin, der Präsident aus Togo, ich bin aus Kongo, also aus verschiedenen Ländern Afrikas. Und dann bin ich auch in andere Vereine, Landesvereine, die für die Rechte von Menschen aus Afrika insbesondere, aber sonst für Menschen aus dem Ausland, die in Deutschland wohnen, eintreten für ihre Rechte. Das ist das Landesverband postmigrantische Organisationen in Baden-Württemberg. Und genau, also wir versuchen einfach Menschen mit Migrationsgeschichte zu unterstützen. Wir haben ein Programm für Frauen, ganz speziell für Frauen. Wir empowern Frauen, die, also manche sind freiwillig gekommen, manche mussten fliehen, das heißt, sie haben Fluchterfahrungen und die sind gekommen und als sie gekommen sind, sind sie ein bisschen traumatisiert, das heißt, die können nichts machen und wir treffen sie einmal in der Woche und wir sprechen mit ihnen über ihre Vergangenheit, über das, was sie zu Hause gelernt haben. Und wir knüpfen dran an, was sie können, um sie zu empowern, ihre Fähigkeiten hier auch zu zeigen. Und auch für die schwarze Community auch da zu sein. Und ich habe zum Beispiel gesagt, falls jemand zu Hause zum Beispiel schon genäht hat, dass wir ihr helfen hier vielleicht, dass sie andere Leute diese Nähen beibringt. Und dann, das verstärkt sie auch. Genau. Und sonst machen wir auch Festivals, Afrika-Feste, wo wir einfach kulturell miteinander kommen, einfach wir essen, wir trinken zusammen. Es wird gekocht, wie hier, afrikanisch. Und genau, das ist, was ich so mache in meiner Freizeit. Sonst muss ich auch noch arbeiten.